Aus dem kalten, feuchten Nebel der Stadt ragt ein massiver, dreieckiger Monolith aus der Skyline hervor. Die Stadt mit ihren kastenförmigen Wohnblöcken aus Beton kann mit der schieren Größe dieses bizarr geformten Gebäudes, das 330 Meter in den Himmel ragt, nicht mithalten. Trotz seines bedrohlichen Aussehens ist es ein Hotel, das etwas höher ist als der französische Eiffelturm oder das New Yorker Chrysler Building. Mit über 362.000 Quadratmetern Nutzfläche und 3.000 Zimmern ist es groß genug, um mit einigen der größten Hotels der Welt zu konkurrieren. Es wurde sogar mit Casinos und Nachtclubs ausgestattet, sodass man meinen könnte, es sei voller Leben. Aber trotz der glänzenden Fassade hat dieses Hotel noch nie einen einzigen Gast empfangen und steht seit fast 30 Jahren leer. Kannst du mit all diesen Infos erraten, wo sich dieses unglaublich gruselige Hotel befindet? Mach dich auf was gefasst, denn ich verspreche dir, dass du nicht glauben wirst, was ich dir gleich erzählen werde. Hast du also einen Ort in Amerika erraten? Vielleicht eine vergessene Stadt in Russland? Vielleicht China? Das würde Sinn machen, denn schließlich sind das alles Supermächte. Aber nein, dieses Hotel befindet sich tatsächlich in einem der repressivsten Länder der Welt, Nordkorea. Ja, das ist das Ruigyong Hotel in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang. Wer es nicht weiß, Nordkorea, offiziell Demokratische Volksrepublik oder DVRK genannt, wird von der sozialistischen Diktatur der Familie Kim regiert. Seit 1948 haben drei Generationen der Kim-Familie das Land mit absoluter Autorität regiert und sich mit ihrer militärisch orientierten Politik und ihrem repressiven Regime viele Feinde auf der ganzen Welt gemacht. Aus diesen Gründen hat Nordkorea nicht die besten Handels- oder Tourismusbeziehungen mit anderen Ländern und empfängt daher nur etwa 300.000 ausländische Besucher pro Jahr. Das mag viel klingen, aber im Vergleich zu Südkoreas 17,5 Millionen ist das kaum ein Tropfen auf dem heißen Stein. Warum sollten sie also überhaupt ein Hotel mit 3.000 Zimmern brauchen? Um das zu verstehen, müssen wir in unsere Zeitmaschine springen und den ganzen Weg zurück ins Jahr 1986 spulen. Diese Zeitmaschine ist allerdings auf die YouTube-Währung Likes und Abonnieren angewiesen. Wenn du es also noch nicht getan hast, drück doch gerne mal die Buttons. Alles erledigt? Gut, dann kann die Zeitreise ja losgehen. Hier sind wir, 1986. Der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion tobte immer noch und das wirkte sich auch auf Korea aus. Der Norden stand auf der Seite der Sowjets, aber der Süden auf der Seite der USA, was die beiden zu unfreundlichen Nachbarn machte. Aber dieser Krieg wurde nicht mit Schlachten, sondern mit vermeintlicher Stärke ausgetragen und Südkorea scheute sich nicht damit zu prahlen. 1986 unterstützte ein südkoreanisches Unternehmen den Bau des Stamford Hotels in Singapur, des damals höchsten Hotels der Welt. Außerdem bereitete sich Südkorea auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele 1988 vor und zeigte Nordkorea damit den Mittelfinger. Doch anstatt wütend zu werden, beschloss Nordkorea sich zu rächen. Sie organisierten 1989 die Weltfestspiele der Jugend und Studenten, eine Art sozialistische Version der Olympischen Spiele. Um die 22.000 Teilnehmer unterzubringen, wurde der Flughafen von Pyongyang erweitert und ein brandneues Stadion mit 150.000 Plätzen gebaut und mit dem Bau des Ruigyong Hotels mit 3.000 Zimmern begonnen. Mit seinen 105 Stockwerken würde es dem Süden den Titel des höchsten Hotels wegnehmen und Nordkorea auf die Landkarte setzen. Und nicht nur das, weltweit gibt es heute nur 21 Gebäude mit mehr als 100 Stockwerken. Für die damalige Zeit war das ein echter Kraftakt. Es war jedoch eine große Aufgabe, denn Nordkorea hatte keinen Zugang zu modernen Baumaterialien wie Stahl. Also mussten sie sich mit dem begnügen, was sie hatten: Beton. Aber ohne ausreichende Stahlbewehrung ist Beton nicht stabil genug, um massive Wolkenkratzer zu bauen. Deshalb wurde das Gebäude in Form von drei um 75 Grad geneigten Flügeln entworfen, die sich von einer breiten Basis zu einer runden Spitze hin verjüngen. Sie sollten in den obersten 15 Stockwerken zusammenlaufen, in denen erstklassige Restaurants, von denen sich eines drehen würde, und mehrere Aussichtsplattformen untergebracht werden sollten. Wenn alles gut geht, wird dies das Juwel in Nordkoreas architektonischer Krone sein. Aber das war ein sehr großes Wenn.
Die Bauarbeiten begannen 1987, aber als das Festival 2 Jahre später stattfand, war das Hotel noch lange nicht fertig. Es hieß, technische Probleme hätten das Projekt zurückgeworfen, aber es sollte 1992 zum 80. Geburtstag des obersten Führers Kim Il-sung eröffnet werden. Doch 1991 brach die Sowjetunion zusammen und 1992 war die Wirtschaft Nordkoreas am Boden. Das Projekt wurde aus Geldmangel gestoppt und zurück blieb eine unfertige, hässliche Betonpyramide in der Skyline von Pyongyang. Nicht gerade das Geburtstagsgeschenk, das sich Kim Il-sung erhofft hatte. Zu allem Überfluss enthüllten japanische Zeitungen, dass der Bau des Gebäudes sage und schreibe 750 Millionen Dollar gekostet hatte. Damals waren das satte 2% des BIP. Alles, was schiefgehen konnte, war schiefgelaufen. Es war, als ob das Projekt verflucht war. Und, wie es sich für einen guten Fluch gehörte, sollte er noch eine ganze Weile andauern. 16 Jahre lang stand das unvollendete Gebäude ohne Fenster, Einbauten und Armaturen da. Sogar der rostige alte Baukran, der auf der Spitze des Gebäudes stand, war zu korrodiert, um ihn zu benutzen. Sie hätten das Gebäude abreißen können, aber das hätte dem Rest der Welt gezeigt, dass sie weder die finanziellen Mittel noch die Macht hatten, das zu beenden, was sie angefangen hatten. Da ein Abriss nicht in Frage kam, blieb ihnen nichts anderes übrig, als das Hotel des Verderbens in Ruhe zu lassen. Der Regierung war das unvollendete Wahrzeichen jedoch so peinlich, dass sie es auf Fotos aus der Skyline verschwinden ließ. Ganz aufgegeben wurde es aber nicht. Bei großen Feierlichkeiten wurde das Bauwerk als Teil eines beeindruckenden Feuerwerks genutzt. Aber wenn man schon 2% des gesamten Bruttoinlandsprodukts eines Landes für etwas ausgibt, soll es dann wirklich eine verherrlichte römische Kerze sein? Doch dann, 2008, unter der Herrschaft von Kim Jong-il, begannen die Bauarbeiten wieder. Die nordkoreanische Regierung hatte einen Investitionsdeal mit dem ägyptischen Unternehmen Orascom geschlossen, das auch dafür bezahlt wurde, das Land mit einem 3G-Netz auszustatten. Sie lachten über die Fluchbehauptungen und schlossen einen Deal im Wert von 400 Millionen Dollar ab, wovon 180 Millionen in die Fertigstellung des Hotels fließen sollten. Und seien wir mal ehrlich, niemand kann besser Pyramiden bauen als die Ägypter. In den 90er Jahren behauptete jedoch ein Mitglied der Europäischen Handelskammer, das Zugang zur Baustelle hatte, dass diese in einem irreparablen Zustand sei. Das Mauerwerk bröckelte, die Aufzugsschächte waren schief und das verwendete Baumaterial war bestenfalls minderwertig. Trotzdem wurde das brandneue Eröffnungsdatum des Ruigyong für 2012 angekündigt, gerade noch rechtzeitig zum 100. Es sah so aus, als sei der Fluch endlich gebrochen. Im Jahr 2011 wurde das Äußere des Gebäudes endlich fertig. Außen wurden Glasscheiben angebracht, die dem Gebäude ein modernes und elegantes Aussehen verliehen. Aber seltsamerweise war das Innere noch lange nicht fertig. Im Jahr 2012, dem Jahr der angeblichen Eröffnung, wurde einer Gruppe von Touristen ein einmaliger Besuch im Herzen des Hotels gewährt. Wenn sie erwartet hatten, dass das Innere dem Äußeren entsprechen würde, wurden sie bitter enttäuscht. Riesige Flächen aus hartem, kalten Beton begrüßten sie von allen Seiten, ohne jegliche Einrichtung, Ausstattung oder Möbel. Es war nicht einmal an das Hauptstromnetz angeschlossen. Wenigstens enttäuschte die Aussicht von oben nicht. Trotzdem war klar, dass es eines Wunders bedürfte, um das Ruigyong zum Ende des Jahres zu eröffnen. Ende 2012 verkündete die deutsche Luxushotelkette Kempinski überraschend, dass das Ruigyong unter ihrer Leitung Mitte 2013 eröffnet werden sollte, zumindest teilweise. Etwas zu spät für den 100. Jahrestag, aber ich wette, dass die nordkoreanische Regierung zu diesem Zeitpunkt einfach nur das Ding fertig haben wollte. Der Fluch schlug jedoch ein paar Monate später wieder zu, als Kempinski ohne Vorwarnung aus dem Vertrag ausstieg. Der brandneue oberste Führer Kim Jong-un hatte viele bedrohliche Atomtests durchgeführt, was dazu führte, dass Nordkorea mit hohen Sanktionen für Luxusgüter belegt wurde. Für Kempinski bedeutete die Tatsache, dass sie keine Luxusartikel in ihr Luxushotel einführen durften, einen großen Dämpfer für dieses große Geschäft, und so zogen sie sich schnell und leise zurück. Es gab auch ein Gerücht, dass Kempinski der strukturellen Integrität des Hotels nicht traute, und das aus gutem Grund. Im Jahr 2014 stürzte in Pyongyang plötzlich ein 23-stöckiges Wohnhaus ein, wobei etwa 92 Familien ums Leben gekommen sein sollen. Die staatlichen Medien berichteten, dass die Bauarbeiten nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Nicht gerade das, was jeder hören möchte, der in ein Hotel in der Gegend investiert. Da Kims Nuklearmanöver und die Baukrise in Pyongyang ausländische Investoren abschreckten, blieb das Hotel weitere 3 Jahre lang unangetastet.
2017, 30 Jahre nach dem Baubeginn dieses wirtschaftlich bedeutenden Hotels, war es immer noch nicht fertig. 2016 gab es schon einen kurzen Aufschwung, als in einigen Zimmern ganz oben Licht brannte, aber das Hotel of Doom blieb geschlossen. Viele bezweifelten, dass es jemals seine Türen öffnen würde, während andere sich fragten, ob es heimlich in etwas anderes umgewandelt wurde, zum Beispiel einen bösen Unterschlupf oder einen riesigen Indoor-Wasserpark. Was auch immer sie dachten, es blieb geschlossen. Doch dann eines Nachts 2018 erstrahlte das Dach des Hotels plötzlich in Farbe. Wie ein helles rotes Leuchtfeuer in der Dunkelheit strahlte die nordkoreanische Flagge von der Spitze der Hotelpyramide. Ein paar Monate später begann auch die gesamte Fassade des Rungyong nachts zu leuchten, mit einer Vielzahl von Bildern und kurzen sich wiederholenden Videos. Bald daraus wurde abends eine riesige strahlende Propagandamaschine, die in einer Schleife von 4 Minuten verschiedene politische Slogans zeigte, während der Kegel an der Spitze eine riesige nordkoreanische Flagge projizierte. Anscheinend leuchtet das Ding immer noch jeden Abend zwischen 19 und 22 Uhr. Aber in der Dunkelheit sieht er eher aus wie das wachsame Auge von Sauron, als ob Nordkorea nicht schon Mordor genug wäre. Es würde mich nicht wundern, wenn ein paar Hobbits in der Nähe wären und nach dem Weg zum nächsten Vulkan fragen. Aber Moment mal, woher kommt dieses riesige Lichtspektakel eigentlich? Es stellte sich heraus, dass eine riesige Lichtwand aus mehr als 100.000 LEDs heimlich von Orascom installiert und finanziert worden war. Mann, diese Jungs wissen wirklich, wie man eine geile Pyramide baut. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum hat Orascom zweimal angeboten, beim Bau zu helfen, wenn es doch hauptsächlich um die 3G-Netzabdeckung ging? Nun, wenn du dir das Rungyong genau ansiehst, stellt sich heraus, dass sich auf dem Dach des Hotels eine Art Sendemast befindet, von dem ich annehme, dass er zu Orascom gehört. Während einige Details des Geschäfts geheim gehalten wurden, wurde bekannt, dass sie noch mehr Geld in das Hotel investiert haben, das anscheinend zurückgezahlt wird, wenn es in Betrieb genommen wird. Das Wann ist allerdings ein kleines Problem, denn die Regierung hat noch keinen Eröffnungstag für das Hotel im Kalender. 2019 wurde ein neues Schild über dem Haupteingang angebracht, aber seither sind die Türen fest verschlossen. Anstatt Nordkorea die Krone des höchsten Hotels der Welt zu stehlen, wie es vor all den Jahren geplant war, ist es nun als das größte unbewohnte Gebäude der Welt im Guinness-Buch der Weltrekorde. Oder sollte es heißen Kim Jong unbewohnt? Ich gehe da mal raus. Vielleicht übersehe ich ja was, aber würde ein Hotel, das so hell beleuchtet ist, dass man es in der ganzen Stadt sehen kann, nicht alle zukünftigen Gäste in den Zimmern ablenken? Wäre das Geld, das sie für die riesige Lichtwand ausgegeben haben, nicht besser für den Innenausbau des Gebäudes verwendet worden? Abgesehen davon scheint die Regierung trotz des Schildes über der Tür keine Pläne zu haben, das Gebäude als funktionierendes Hotel zu eröffnen. Vielleicht haben sie erkannt, dass die Kosten für die Inneneinrichtung viel zu hoch sind, vor allem wenn man bedenkt, wie wenige Besucher das Land jedes Jahr hat. Und das war noch vor Covid-19. Nun ja, wenn es in naher Zukunft nicht eröffnet wird, kann ich mir ein paar bessere Dinge vorstellen, als es für Propaganda zu nutzen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber stell dir mal vor, du könntest dir einen Film auf diesem 330 Meter hohen Ding ansehen oder ein paar Runden Mario Kart darauf spielen. Hast du eine Idee, wofür es noch verwendet werden könnte? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Trotz der Witze gibt es einen dunklen Unterton im Rungyong, den wir noch nicht erforscht haben. Den Preis. Die Summe von 750 Millionen Dollar mag nicht viel erscheinen, wenn man bedenkt, dass Wolkenkratzer wie Londons Charles und Dubais Burj Khalifa jeweils rund etwa 1,5 Milliarden Dollar gekostet haben. Aber die meisten Menschen in Nordkorea leben in bitterer Armut. Jüngsten Berichten zufolge verdienen die Bürger dieses harten Regimes gerade mal 4% des Durchschnittseinkommens eines Südkoreaners. Das sind etwas mehr als 99 Dollar im Monat. Auch wenn sich das Wirtschaftswachstum des Landes verbessert, gehen Experten davon aus, dass das Durchschnittseinkommen der Nordkoreaner immer weiter sinkt. Das liegt daran, dass die Herrscher des Einsiedlerkönigreiches ihr Geld lieber für Dinge wie das Militär, Atomwaffen und eine unheimlich pompöse Infrastruktur ausgeben. Das stärkt ihre Macht und Dominanz nach außen und geht auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Ich meine, wenn die USA sich umdrehen und behaupten würden, sie wollten 2% ihres BIP für ein Hotel ausgeben, gäbe es einen Aufschrei. Zugegeben, das amerikanische BIP ist mit etwa 21 Billionen Dollar deutlich höher als das nordkoreanische, aber 2% davon sind 420 Milliarden Dollar. Dafür könnten sie das World Trade Center 1335 Mal bauen. Sie könnten wahrscheinlich den gesamten Central Park in einen einzigen Wolkenkratzer verwandeln. Ich meine, das wäre sicherlich eine Botschaft an den Rest der Welt, aber ich glaube nicht, dass die Bürger der USA darüber allzu glücklich wären. Vor allem, wenn es danach leer stünde. Was für eine Verschwendung von Geld und Platz. Abgesehen davon,
Wenn du Nordkorea jemals besuchen würdest, wie würde dann ein Hotelaufenthalt im unfreundlichsten Land der Welt aussehen? Nun, es gibt etwa 8 normale Hotels in Pyongyang, die sich alle unheimlich ähnlich sind. Die Einrichtung erinnert an die 50er und 60er Jahre. Die Speisesäle sind riesig und stehen meist leer. Die Treppenhäuser und Flure sind dunkel. Stromausfälle gibt es oft. Das klingt nicht einladend. Aber das mit Abstand seltsamste sind die kleinen Rätselmaschinen, die in den Nachttischen eingebaut sind. Vielleicht sind sie Teil des Telefonsystems oder eines Radios? Was denkst du, was sie sind? Ich bin gespannt auf deine Vermutung, denn ich glaube nicht, dass ich jemals mutig genug sein werde, um das persönlich rauszufinden. Glaubst du, das Ringgyong Hotel wird jemals eröffnet? Oder warst du schon mal in Nordkorea und hast es mit deinen eigenen Augen gesehen? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und vielen Dank fürs Zuschauen.